Ich teste viel und pro Jahreszeit ändert sich so ein bisschen meine Pflegeroutine. Aber es ist mehr dieses Spektrum an Produkten, die ich eben wechsle ständig. Und ich habe wieder einiges Neues in meiner Routine drin und heute zeige ich dir meine Gesichtspflegeroutine am Abend. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über meine Routine am Abend. Die ändert sich eben bei mir schon zur Jahreszeit hin, wenn man sich so ein bisschen anpasst. Aber sind wir mal ehrlich, sie ändert sich bei mir auch, weil ich viel ausprobiere. Und ich finde es eigentlich auch ganz geschickt, euch zu zeigen, wie die Sachen performen. Also auch die Sachen, die ich vielleicht noch nicht vorgestellt habe, wo ich noch nicht so viel drüber sagen kann, aber die ich inzwischen schon auch ganz hart lieb gewonnen habe. Die Kolibri-Sachen, die ich mir geholt habe, die werde ich euch mal unterm i verlinken. Und wir fangen jetzt mal mit dem Waschen an. BHA ist hier drin, aber nicht vom Säuregrad her, dass es peelt, sondern es beruhigt so wunderbar. Ich habe das auf dem Kopf schon angewendet, weil ich das beim Leon gesehen habe, weil ich eben Probleme mit Schuppen habe. Da hat es sofort so eine positive Wirkung gehabt, dass es halt nicht mehr gejuckt hat beispielsweise. Das gleiche habe ich halt eben auch unterm Arm so ein bisschen. Da habe ich immer wieder Probleme im Sommer, dass ich eben auf Duftstoffe reagiere beispielsweise. Da muss ich mir mal echt ein Deo holen, was gar keine Duftstoffe hat. Das ist immer so ein schwieriges Thema, gerade im Sommer für mich. Lustigerweise im Winter habe ich da keine Probleme, aber im Sommer schon mehr. Und da reagiert die Haut bei mir halt. Und da habe ich das unter dem Arm auch so ein bisschen verwendet und weg. Das ist der Hammer. Dann gibt es noch so andere Körperstellen, die bei mir eben so ein bisschen Reaktion zeigen immer wieder. Weil sie so stark belastet sind, wie beispielsweise gerade unter der Brust und so. Da funktioniert das auch mega gut. Und das, dieses Gefühl, dieses beruhigende Gefühl, das werde ich, denke ich, nachkaufen, wenn es leer ist. Also das wird bei mir nicht lange halten. Gerade wenn es am Kopf so gut funktioniert. Klingt crazy, wenn man ein Waschgel in die Haare schmiert, aber es funktioniert. Und es ist eben ohne Duftstoffe. Und das ist auch eine positive Sache. Wer mal seine Hautpflege umstellt, wird sehr schnell merken, was Duftstoffe eigentlich auf deiner Haut so verursachen können. Und ich werde immer sensibler in der Hinsicht, gerade was die Thematik unterm Arm betrifft, merkt man halt schon, die Haut reagiert auf sowas, ne? Wovon ich auch ein riesengroßer Fan bin, ist der Barriereboost. Der ist einfach Hammer, weil ich hatte immer so die Traumvorstellung, eine Urea-Creme mit Ceramiden kombiniert. Gibt's so irgendwie nicht, aber so kann ich beispielsweise die Urea-Creme von DM wunderbar kombinieren, eben mit diesen 5 Ceramiden, die hier drin sind. Und man hat ausnahmsweise auch mal was, was die Haut nicht so reizt, wie jetzt beispielsweise Säuren oder Retinol etc. Das ist halt immer so eine Sache. Wobei ich eben solche Sachen immer auf den Abend packe. Den versuche ich gerade nicht immer einzubauen, weil sonst ist er leer. Ich bin schon groß Love, was das betrifft, weil es ist meistens so eine Morgenssache, die ich verwende, dass ich es am Abend meistens nicht mehr so oft verwende, aber ich liebe es halt schon und deswegen kommt es halt ganz oft zum Einsatz. Wie schon gesagt, am Abend kommen bei mir die Wirkstoffe und ich habe mir ja auch das Retinol geholt und mit Retinol komme ich echt gut klar, das kann meine Haut echt wunderbar ab, aber bei Retinol muss man halt einfach aufpassen. Ich werde dir mal ein Video zum Thema Retinol, also einen Faktencheck, und das i legen, da muss man ein bisschen was beachten. Du kannst Retinol auch morgens verwenden, du musst aber darauf achten, dass du halt wirklich Sonnenschutz drüber packst. Ich nehme es, wie gesagt, am Abend, mir reicht das. Und bei Retinol ist so, man muss es einschleichen in die Hautpflege, wenn man eher so sensiblere Haut hat. Bei mir macht es jetzt nicht so viel. Ich versuche es trotzdem nicht regelmäßig zu verwenden. Aber wenn, dann kommt es bei mir wirklich am Abend zum Einsatz. Und hier sind auch wieder diese Ceramide drin, wie in diesem Barriereboost, was richtig toll ist. Also die Formulierung von den Produkten, die sind 1A. Und es lohnt sich auf jeden Fall, mal wirklich so ein Kolibri-Produkt zu holen
um mal zu sehen, was so ein gutes Produkt wirklich leisten kann. Ne? Also auch so ein Kolibri-Produkt ist jetzt nicht vom Preis her so krass wie jetzt andere Produkte, aber schon halt ein bisschen pricier. Wie schon erwähnt, ich habe 150 Euro ausgegeben und von den Produkten habe ich jetzt echt eine ganze Weile. Eine Sache, die du dir echt sparen kannst, ist Augencreme. Wenn du Augencreme haben möchtest, achte darauf, dass du wirklich eine verwendest, die gut ist. Ich bin natürlich immer so ein bisschen auf der Suche, auch in der Drogerie, gibt es da was, was irgendwie richtig cool ist? Ich habe da jetzt schon die ein oder andere vorgestellt. Die ist es nicht. Die ist es nicht. Die ist zum einen in einem Pöttchen und das ist ungeschickt. Warum ist sowas ungeschickt? Wenn du mit den Fingern in ein Produkt reingehst, ist die Chance, dass dieses Produkt kippt, umso schneller. Und so eine Augencreme ist einfach in so einer Tube meiner Meinung nach ein bisschen besser aufgehoben. Dann kann die halt auch nicht so viel. Ich verwende sie jetzt halt, ich brauche sie jetzt auf. Aber ich habe auch wirklich jahrelang keine Augencreme verwendet. Das sind wirklich so Sachen. Spar sie dir. Wie schon erwähnt, wenn die Augencreme weniger kann als dein Serum oder deine Gesichtscreme, die eben ohne Duftstoffe ist, dann brauchst du das nicht. Du kannst alles, beide kannst du wirklich auch in der Augenpartie auftragen. Du brauchst kein extra Produkt. Wie gesagt, die kann echt nichts. Ist zwar reizfrei formuliert, aber ich finde die nicht gut. Letztes Produkt in der Routine ist bei mir wieder dieses Booster-Serum mit Q10. Und auch ein Faktencheck über Q10 kann ich dir gerne unter das i legen. Das Produkt ist echt gut, aber es ist irgendwie nicht so wirklich geeignet für meine Haut, weil das ist halt mega fettig. Tagsüber kann ich das nicht tragen. Kann ich vergessen. Also schon 3 Tropfen sind bei mir Speck pur. Also es sind recht schwere Öle drin. Aber das Q10 da drin ist halt schon eine tolle Sache. Und auf das Q10 möchte ich an sich auch nicht verzichten. Deswegen habe ich mir auch das Produkt geholt, weil ich einfach mal testen wollte, wie ist das so, wie performt es so. Also ich mag es echt gerne und ich nehme es halt am Abend halt als Cremeersatz. Aber wenn du halt immer nur 3 Tropfen verwenden kannst, dann hebt das halt gefühlt ewig. Ja, das ist ein bisschen schade, dass die Formulierung halt so abartig fertig ist. Für jemand, der halt trockene Haut hat, ist das eine coole Sache. Ich mit meiner Mischhaut in Richtung fertig bin da halt nicht so gut aufgehoben. Aber ist auch okay. Es muss Produkte auch geben, die nicht so super für mich performen, die vielleicht aber für jemand anderen ganz gut performen. Also das ist mein Abschluss. Das versiegelt meiner Meinung nach nochmal alles so ein bisschen. Ja, also wie gesagt, sehr fertig. Und sowas würde ich jetzt auch in der Art nicht mehr nachkaufen. Vielleicht so ein anderes Q10-Produkt. Wenn ihr da irgendwas kennt, gerne mal unten in die Kommentare. Wie sieht deine momentane Gesichtspflege am Abend aus? Würde mich mal interessieren. Bist du eher Typ minimalistisch oder feierst du Hautpflege auch so wie ich? Schreib mir gerne mal, was du momentan so treibst, unten in die Kommentare rein. Das interessiert mich schon, weil auch ich bin immer so ein bisschen dran interessiert, manche Dinge vielleicht noch so ein bisschen zu optimieren. Also gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne deinen Daumen nach oben. So unterstützt du mich, so unterstützt du meinen Kanal. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!